Eine Elektronenstrahlenmikrosonde besteht im Grunde genommen aus zwei Geräten. Das eine ist ein Rasterelektronenmikroskop und das zweite sind dann winkeldispersive Spektrometer. Und die zusammen machen die Mikrosonde aus. Wobei es gibt auch Rasterelektronenmikroskope, die ein winkeldispersives Spektrometer dran haben. Der Unterschied ist dann etwas in der Geometrie und im Aufbau des Geräts im Detail. Das muss uns für den Moment jetzt aber gerade mal nicht interessieren. So, das Rasterelektronenmikroskop ist zunächst mal eine Säule und in dieser Säule befindet sich oben eine Elektronenkanone. Also im Englischen heißt es immer Electron Gun, deshalb wollen wir es auch hier mal eine Elektronenkanone nennen. In dieser Elektronenkanone werden Elektronen beschleunigt, meist in einem Feld mit einer Spannung zwischen 15 und 20 kV. Das heißt, sie haben dann eine Energie von entsprechend 15 bis 20 kiloElektronenvolt. Dann gibt es in dieser Säule einen Satz von Elektromagneten, die sind meistens in der Form gekennzeichnet. Und das ist die Elektronenoptik. Und in dieser Elektronenoptik werden die ganzen Elektronen, die hier so ein bisschen ungeordnet und unsortiert rauskommen, aus dieser Elektronenkanone etwas fokussiert, sodass sie dann nachher auf der Probe in einem Punkt aufkommen können. Das ist jetzt nicht ganz optimal gezeichnet. Also der Fokus sollte natürlich mehr so aussehen, sodass sie nachher auf der Probe hier fokussiert aufkommen. Hier unten gibt es noch was, es nennt sich ein Polschuh. Das gehört dann hier zur Beschleunigung dazu, also zu dem Feld, das hier erzeugt wird. Das Ganze ist oben geschlossen. Und aus dem Polschuh kommt das Ganze raus und dann befindet sich hier die Probe und dann trifft der Elektronenstrahl hier auf dieser Probe in einem Punkt auf. Das Ganze befindet sich in einem Hochvakuum, einfach aus dem Grund, damit die Elektronen hier nicht auf irgendwelche Luftmoleküle, die hier sonst vielleicht rumschwirren würden, drauftreffen würden und dann würden die hier an diesen Luftmolekülen vielleicht abgelenkt, dann hätten wir weniger Elektronen oder das Ganze würde wieder defokussiert werden und deshalb hat man dieses Hochvakuum hier. Das ist so im Bereich von vielleicht 10 hoch minus 4 Pascal. Jetzt gibt es in dieser, jetzt sind wir immer noch bei einer Art Rasterelektronenmikroskop, hier gibt es verschiedene Detektoren. Zum Beispiel gibt es hier unten den Symbolschuh, gibt es was, das nennt sich Backscatter Electron Detector. Und das wollen wir uns jetzt mal kurz etwas genauer angucken, deshalb schiebe ich das mal kurz zur Seite. Und jetzt haben wir hier diesen Polschuh, da kommen dann, das ist meistens ein bisschen schräg, sieht ungefähr so aus. Und hier kommt der Elektronenstrahl durch und dieser Backscatter Electron Detector befindet sich jetzt hier unten, also das ist der BSE-Detektor. Heißt im Deutschen auch Rückstreuelektronendetektor. So, hier ist die Probe und von dieser Probe, da kommen jetzt die Elektronen drauf, also hier sind die Elektronen. Und dann werden die von dieser Probe werden die Elektronen hier zurückgestreut und treffen auf diesem Detektor auf. Und dort passiert dann tatsächlich nicht mehr, als dass nur die Menge an Elektronen, die hier oben ankommen, gezählt wird. Und zwar von nur einem einzigen Punkt. Das heißt, wenn wir uns jetzt einen Dünnschliff oder sowas vorstellen, dann schauen wir von oben auf diesen Dünnschliff drauf. Das heißt, auf diesem Dünnschliff wird nur an einem einzigen Punkt die Menge der Rückstreuelektronen gemessen. Da kriegen wir noch kein Bild. Das heißt, wird es an dem Punkt gemessen und dann rastet der Strahl ein bisschen weiter und misst an den Punkt und misst an den Punkt. Das heißt, wenn wir hier links gucken, der Elektronenstrahl trifft dann hier auf und dann trifft er hier auf und dann trifft er hier auf. Also wenn ich das nochmal zeichne, einmal hier, einmal hier, einmal hier und rastet so über die Probe dann drüber. Und dadurch entsteht dann das Elektronenbild, denn hier wird vielleicht eine Intensität von 10.000 Counts aufgenommen, an dem nächsten Punkt von 9.000 Counts, dann vielleicht von 8.000 Counts, am nächsten Punkt und so weiter. Dann geht es vielleicht wieder hoch auf 10.000 und dadurch entsteht dann ein Graustufenbild. Und das Elektronenbild, und das Ganze sieht dann ungefähr so aus wie dieses Bild hier. Das ist jetzt ein Rückstreuelektronenbild. Das heißt, der Strahl hat hier drüber gerastet, natürlich sehr viel feiner und hat dann unterschiedliche Grauwerte hier gemessen und Atome, die eine sehr hohe Masse haben, wie Eisen beispielsweise, die streuen sehr viele Elektronen zurück und deshalb ist ein Sulfid, wo es ja aus FeS besteht, wo das schwere Eisen drin ist, streut mehr zurück
als beispielsweise hier sowas wie dieses Objekt, in dem jetzt mehr Magnesium und Silizium drin ist, die eine geringere Masse, Magnesium und Silizium, die eine geringere Masse haben als Eisen und deshalb dunkler erscheinen. Und so entsteht dann ein Backscatter Electron Image. So, das wäre jetzt dieser erste Detektor, der hier unten angebracht ist, also dieser Backscatter Electron Detektor. An der Stelle lösche ich es mal kurz raus, damit ich hier gleich wieder ein bisschen mehr Platz habe. So, und es gibt noch mehrere von dieser Art von Detektoren, auf die ich jetzt nicht alle im Einzelnen eingehen werde. Und dann gibt es hier angeflanscht an das Ganze diese winkeldispersiven Spektrometer. Die sehen ungefähr so aus. Die gibt es dann, davon gibt es meistens 5 Stück, also 5 von diesen WDS, winkeldispersiven Spektrometern, die hier dran sind. Und alles befindet sich hier in diesem Hochvakuum. Und jetzt müssen wir uns zuerst mal anschauen, was noch passiert, wenn hier Elektronen auf diese Probe treffen. Das will ich jetzt mal hier kurz anzeichnen. Also es kommen hier die Elektronen, die treffen auf diese Probe auf und in dieser Probe sind natürlich Atome drin. Die Atome sehen aus, sie haben Kern und dann haben sie hier außen die Elektronenschalen. Wenn jetzt diese Elektronen auftreffen, dann können sie aus einer inneren Schale, hier treffen die Elektronen auf dieses Elektron auf das und das schlägt dieses Elektron hier aus der Schale raus. Was dann passiert, dann wird ein Elektron aus einer höheren Schale hier unten reinfallen und dieses Elektron hier ersetzen, einfach aus energetischen Gründen. Dabei wird aber Energie frei. Hier. Und diese Energie wird abgestrahlt als zum Beispiel Röntgenstrahlung, also X-Rays für Röntgenstrahlung. Und diese Röntgenstrahlung entspricht genau diesem Energieunterschied zwischen diesen beiden Schalen und ist für jedes Element charakteristisch. Und dieser Energieunterschied bedeutet auch, dass die Röntgenstrahlung, die Wellenlänge dieser Röntgenstrahlung, Lambda, für jedes Element unterschiedlich ist. Und das können wir uns jetzt zunutze machen mit Hilfe von diesem winkeldispersiven Detektor. Dann gehen wir mal wieder hier zurück. Das heißt, aus dieser Probe kommen jetzt hier diese Röntgenstrahlung raus. Und jetzt hat man in diesem Spektrometer zwei Elemente. Das eine ist ein Kristall, der ist zum Beispiel hier. Und dann hat man noch einen Detektor, der mag jetzt mal zum Beispiel hier sitzen. Und dann trifft die Röntgenstrahlung auf den Kristall auf, wird hier gebeugt und trifft hier in diesen Detektor. Und dieser Kristall kann jetzt an verschiedene Positionen fahren, zum Beispiel hier, oder er kann hier hinfahren und dann nimmt er immer einen anderen Winkel ein. Das will ich auch mal hier kurz etwas illustrieren. Also diese Röntgenstrahlung kommt hier am Kristall an. Der hat vielleicht jetzt beispielsweise diesen Winkel hier oder ist auf diesen Winkel eingestellt und wird dann hier reflektiert und geht hier in den Detektor. Und dann kann die Menge an Röntgenstrahlung in Counts per Second gemessen werden. Oder dieser Kristall hat ein bisschen einen anderen Winkel in dem Spektrometer, dann kommt hier wieder die Röntgenstrahlung drauf, wird hier wieder gebeugt, aber dieser Winkel hier ist deutlich größer als hier. Hier hat man vielleicht 20 Grad und hier hat man so etwas wie 40 Grad zum Beispiel und geht dann hier in den Detektor. Und dieser unterschiedliche Winkel sorgt dafür, dass unterschiedliche Wellenlänge durchgelassen wird. Also dieses Lambda 1 hier ist anders als dieses Lambda 2. Und da Lambda 1 charakteristisch ist für ein Element und Lambda 2 für ein anderes Element, kann hier ein Element detektiert werden, vielleicht Magnesium, und hier ein zweites Element, vielleicht Silizium. Das heißt, auf die Art und Weise, dass wir diesen Kristall hier in andere Winkel bringen, können wir unterschiedliche Elemente detektieren. Und das ist es, was in diesem winkeldispersiven Spektrometer hier passiert. Und das ist ja das Grundprinzip von einer Mikrosonde, dass wir hier, also wir haben jetzt hier zwei Elemente kennengelernt. Das eine ist bildgebendes Verfahren, das ist das Rasterelektronenmikroskop, ein bildgebendes Verfahren. Aber es gibt nicht nur einen Backscatter-Elektronendetektor, es gibt auch noch Sekundärelektronendetektoren.
Detektor, es gibt auch noch Kathodolumineszenzdetektoren, da gibt es verschiedene davon. Und das Zweite ist, dass wir hier auch Analysen machen können. Analysen, und zwar quantitative Analysen von chemischen Zusammensetzungen, die wir dann herausbekommen. Das geht über dieses winkeldispersive Spektrometer. Es gibt dann noch ein zweites Spektrometer, das ist dann meistens irgendwo hier angebracht. Und hier befindet sich noch ein EDS-Detektor, ja, der heißt EDS. Und das ist meist ein Halbleiterkristall, der kriegt natürlich genauso Röntgenstrahlen ab, die wird dann alle Richtungen abgestrahlt, die Röntgenstrahlung. Und das ist ein energiedispersives Spektrometer. Und auch damit, wenn wir uns so ein Spektrum angucken, dann hat man hier die Counts per Second, das ist das, was da dann rauskommt, und hier hat man die Energie. Und dann sieht so ein Spektrum meistens irgendwie so aus. Da sieht man immer wieder so einzelne Spitzen und da hat man hier vielleicht sowas wie Aluminium, Magnesium, Eisen und so weiter. Und das wäre dann ein EDS-Spektrum, rein nach der Energie. Denn jede Wellenlänge, die wir hier oben haben, jede Wellenlänge lässt sich ja umrechnen auch in eine Energie. Bloß, dass ein WDS sehr viel, damit erreicht man sehr viel bessere Auflösung als mit einem WDS. Und das ist so das Grundprinzip von einer Mikrosonde und was mit einer Mikrosonde möglich ist. Wir haben bildgebende Verfahren, wir haben quantitative Analysen, hauptsächlich winkeldispersiv, aber auch energiedispersiv.